wieder auf. Gut aufgehoben. Hier kannst du wieder was machen. Guck mal, er guckt sich das nur an. Er macht aber nichts. Mach doch mal selber. Selbstständig arbeiten. Ha. Ich vermute schon mal, wie wir das was machen müssen. Aber ob es wirklich so gemacht wird. Oben lang oder unten? Ich versuch's einfach mal hier lang. Bestimmt auf die andere Seite und irgendwie eine Brücke einschalten oder so. Das ist meine erste Vermutung erstmal hier. Und von oben läuft die Lava hinab. In die Tiefe. Ja, ja. Eine ganz andere Perspektive haben wir jetzt hier. Cool. Da sehe ich doch was. Wir hätten noch unten lang laufen können, glaube ich. Aber ich habe mich, wie gesagt, für den oberen Weg entschieden. Ob es cooler ist, heißt dahin gesagt, aber so ist interessant. Der Schatten lässt natürlich auch wieder einen realistischen Wurf auf den Boden ab. Und haben wir die Möglichkeit, glaube ich, gleich in einige Statuen reinzufrageln. Glaube ich. Ja, sag ich doch. Dann machen wir. 7, das heißt, 4 Dinge haben wir gerade verbraucht. 4 Teile. So. X drücken, ja, ich weiß. Damit er sich umkippt, ja, noch einmal. Das mach schon. Jo, jetzt kippt er um. Oh, ganz knapp. Das war's schon. Ich glaube, jetzt müsste man eine Verbindung mit Jen haben. Oder doch? Oh doch. Sie muss aber jetzt ganz vorsichtig an dem Sims vorbeihuschen, um genau an der Stelle zu kommen, die wir eigentlich für sie gerade geschaffen haben, diese kleine Brücke. Aber ich glaube, das wird doch kurz kein Problem. Ja. Weit haben wir es nicht. Yeah, Baby, du schaffst das. Na dann los. Nochmal kurz. Super. Und der Vulkan brodelt. Naja, muss ja auch mal. Ich meine, die haben ja gesagt, dass die nur ihre wahre Kraft erhalten, wenn der Vulkan an ist. Und ich möchte ja, dass er nicht schwach gegen uns antritt, sondern mit seiner vollen Stärke. Sonst wäre es langweilig. Na, dann mach mal auf. Kannst du mir hier mal helfen? Nee, mach ich nicht. Doch, mach da. Super. Na, dann rein. Da kommen auch schon die ersten Gegner. So, mal wieder mit einem schönen Angriff. Boah, der hat aber. Komm mal. Das ist tot. Boom. Wieder Angriff, oder? Auch eingehauen. Aber überlebt haben sie jetzt nicht. Kann ich mal wieder ein bisschen Energie ab. Oh, da ist noch ein Rift vor. Das ist cool. Das ist sogar richtig gut. So, Scream macht jetzt wieder sein sein Vampir-Ding. Macht schon wieder voll Energie. Das Ding. Das ist auch. Bin ich eigentlich genau? Bin ich hier, muss aber nach links durch. Ah, da bin ich, da muss ich. Was, wir haben erst das kleine Stück da hinter uns? Schön groß. Wenn der dann geht, dann schalten wir ein. Wir werden schon ein Stück weiter. Na gut. Ja,
erstmal durch das Tor und. Wow, wow! Ekel. Mann, ich bin schon überrascht. Mal spezial anziehen. Ja, getroffen sogar. Hat sogar geholfen. Genau diesen Angriff zu fehlen. Und weg ist. Nein. Nein. Warum nicht? Der hat mir auch ganz schön viel abgezogen. Gut, man muss auch sagen, die Gegner sind jetzt auch nicht ohne. Man muss da wirklich gut vorgehen, bevor man da wirklich sagt, ich bin sehr gut darin. Ich mal gucken, wie der Absatz jetzt auch wieder alles ab. Das müssen ganz schön starke Gegner sein. Ich meine, der hat noch nicht mal alles abgesaugt. Seine Energie ist immer noch gegeben. Gut. Freut mich. Freut mich, dass ich. Hab ich jetzt die Fahnen verloren. Ich weiß nicht, warum ich mich freue. Der Weg kommt mir irgendwie bekannt vor, aber es ist auch, glaube ich, nicht der gleiche. Es ist, glaube ich, nicht der gleiche. Aha. Wie schalte ich den ein? Warte, warte. Warum ist nochmal zurück? Ist ja seltsam. Das ist der einzige Weg, den ich durchgehen kann. Ha. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich irgendwo was finde. Naja, anders weiß ich, kann ich mir das nicht vorstellen. Kamera wieder total spaßig. Ich könnte mir mal was anderes vorstellen. Wozu gibt es hier denn ein Rifttor? So, dann gucke ich einfach mal nach, wo wir genau sind. Wir sind da. Ja. Ist da denn hier auch ein Rifttor? Vielleicht waren wir ja da schon mal. Deswegen ja. Vielleicht waren wir da schon mal. Nee, aber da ist kein Rifttor. Wie komme ich aber da durch? Bitte schön, hä? Ich mach's einfach mal. Ist jetzt nicht verkehrt, oder? Da kann man hin, da kann man. Das ist genau da, wo ich eigentlich hin sollte. Lava-Tempel, da will ich doch gar nicht hin. Dann vergiss es. Geh ich nicht hin. Aber das ist doch eingeschaltet. Warum ist das andere nicht eingeschaltet? Hier gibt's nichts. Ich frage mal kurz Screen. Ja, und was jetzt? So unangenehm es ist, uns bleibt nichts übrig, als tiefer in diesen Höllentempel vorzudringen. Ja. Dann machen wir einen kurzen Lauf nochmal dahin, wa? Muss ja möglich sein. Es muss. Was ist da oben? Können wir jetzt irgendwo hochklettern? Ha. Ne, da macht er nichts. Macht er nicht. Macht er nicht. Bitte, dann eben nicht. Von der anderen Seite zu. Verdammt! Gibt's doch nicht. Warum?
Sap. Ich verstehe jetzt gar nicht, was los ist. Wir müssen eigentlich dahin. Es geht aber nicht, weil die Tür zu ist. War nicht irgendwie. Das geht. Das macht aber nicht. Ja, da kann ich eigentlich nur eins sagen, wieder offscreen machen und dann euch dann zeigen oder sagen im Nachhinein, weil ich das selber auch nicht verstehe. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich. Und viel Spaß dann weiter noch danach beim Zuschauen. Hey, so Leute, ja, da bin ich wieder. Wir stehen wieder vor der Tür. Ich habe auch herausgefunden, wie man es jetzt macht. Mann, da hätte man auch gleich drauf kommen können. Ich habe mich ja sogar schon umgeguckt. Guckt euch mal hier die Seiten an. Man kann hier mit Skree hoch und da oben nämlich die Fackeln einschalten. Warum ich nicht gleich da geguckt habe und einfach hin und her gelaufen bin, gut, das kann jedem passieren. Wie gesagt, die Rätsel sind manchmal ein bisschen eher gewöhnungsbedürftig. Und einmal kann man es nämlich auf dieser Seite einschalten. Und einmal auf der anderen Seite. Jetzt muss ich aber wieder zurück. Oh. Ja. Yeah. Cool, oder? So, dann wäre nämlich die eine Seite eingeschaltet. Und die andere Seite müssen wir noch einschalten. Und wenn das jetzt auf Zeit zum Beispiel wäre, hätte ich das niemals geschafft. Weil Skree ja schon wie eine lahme Ente nach unten krabbelt. Geschweige denn auf die andere Seite dann nochmal nach oben rennen. Hinrennen, das Ding einschalten und wieder zurücklaufen. Okay, zurücklaufen brauche ich nicht. Brauche es ja nur einschalten. Aber dennoch. Anstrengend. Könnte ich doch überspringen? Ha. Ich glaube aber nicht. Oh, noch ein Kraftstein. So, jetzt haben wir wieder 8 Stück. Ja.